müssen wir uns jetzt wohl oder übel einen Plan überlegen? Hier ist die Wache. Der Kerl ist schwer bewaffnet und scheint ziemlich nervös zu sein. Beides eher ungünstig für mich. Naja, jetzt hat er sich andersrum hingesetzt und muss diese Fratze sich die ganze Zeit angucken. Da hat er bestimmt Angst. So, hier sind weiße Beeren. Keine Ahnung, was für ein Strauch das ist. Und diese weißen Beeren habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht sind die ja giftig. Ich nehme mal ein paar mit. Aber unauffällig. Wow, der hat ja nicht mal ein Geräusch gemacht. Okay, Venusfliegenfalle? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine fleischfressende Pflanze. Warum die allerdings nach der Göttin der Liebe benannt wurde, ist mir ein Rätsel. Tja, vielleicht hat das doch einen Zusammenhang. Da komme ich nicht hin, ohne dass mich die Wache bemerkt. Gut, wir können uns ja mal Sam angucken. Es scheint ihr den Umständen entsprechend gut zu gehen. Egal, was ich tue, ich darf sie auf gar keinen Fall in noch größere Gefahr bringen. Ja, mal sehen, ob das so klappt, ne? Von hier aus sehe ich keine Möglichkeit, mit ihr Kontakt aufzunehmen, ohne von der Wache bemerkt zu werden. Dann lassen wir das mal lieber. Ach, den Obstkorb haben sie ihr jetzt auch weggenommen. Na gut, hier ist noch die Fratze. Das Ding sieht wirklich furchteinflößend aus. Jo, und ein Loch. Unterhalb der Fratze ist ein Loch in der Wand. Vielleicht können wir von der anderen Seite was durchschieben. Da komme ich nicht hin, ohne dass mich die Wache... Ja, ja. Die Schale ist voller frischer Früchte. Ich frage mich, warum die am helllichten Tag ein Lagerfeuer anzünden. Um wilde Tiere fernzuhalten? Möglicherweise. Oder damit wir unsere Leuchtraketen zünden konnten. ja. So. Ach, hier können wir dann zur Tempelrückseite gehen. Okay. Ein totes Tier. Ein totes Tier. Also wenn ich jetzt irgendwas anklicke... Von hier aus kann ich damit wenig anfangen. Und näher ran komme ich... Genau, das sagt er wahrscheinlich bei jedem. Da komme ich nicht hin. Ja. Okay. Wenn es jetzt sonst nichts zum Angucken gibt, und so sieht es aus. Ich bleib lieber in Deckung. Außerdem gehe ich davon aus, dass er noch Komplizen hat. Ich sollte also auf der Hut sein. Exactly. Okay, dann gehen wir jetzt mal, wir haben jetzt weiße Beeren, gehen wir mal zur Tempelrückseite. Vielleicht können wir ja von der anderen Seite was starten. Wir haben ja jetzt ganz viel Zeug und weiße Beeren. Weiße Beeren der unbekannten Art. Im Gegensatz zu Sam habe ich von Botanik leider nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Schade, aber auch hier ist eine Rafflesia. Okay, mit ganz vielen Fliegen drumherum oder anderen Insekten. Eine seltsame Pflanze. Und sie stinkt bestialisch nach Aas. Die Fliegen finden das offensichtlich anziehend. Ich finde es eher widerlich. Oh, jetzt hast du die ganze Blume eingesteckt. Mit Fliegen wahrscheinlich. Eine seltsame Pflanze. Ja. Gut, so, zum Tempelplatz. Hier ist ein Stofffetzen. Ein Stofffetzen, der im Wind weht. Ob der von Sam stammt oder von ihren Entführern? Hat die nicht immer so ein Bandana getragen? Wir sind hier nicht bei SCI Miami. Ich kann aus diesem Stofffetzen weder die komplette Familiengeschichte noch das Mittagessen der vergangenen 3 Tage herauslesen. Also lasse ich ihn da einfach hängen. Ach so, aber mit anderen Dingen hier MacGyver spielen, ja, ja. Ohne die roten Fußspuren des Äffchens hätte ich den Weg zum Tempel nie gefunden. Ja, dann hier ist noch ein riesiges Spinnennetz. Ach du Scheiße, ich will nicht die Spinne sehen, die dazu gehört. Ganz schön groß. Der dazugehörigen Spinne möchte ich lieber nicht begegnen. Und wie es aussieht, ist eher meiner Meinung. Ich mach das Netz mal weg, bevor ich da noch aus Versehen reinlaufe. Ja. Solange die Spinne nicht dranhängt, haben wir die jetzt im Inventar? Nein, okay. Hier sind Glühwürmchen. Kleine Leuchtkäfer. Wundert mich, dass man die hier findet. Der Dschungel gehört eigentlich nicht zu ihrem Lebensraum. Können wir da ein paar mitnehmen? Ich soll fliegende Tiere mit der Hand fangen? Wenn ich das könnte, würde ich damit im Zirkus auftreten. Ah, wir bräuchten eher ein Glas oder so. Und einen Behälter. Wir haben noch die rote Pampe. Vielleicht mit dieser komischen Rafflesia? Rafflesia. So, hier ist eine Ranke. Da sind seltsame weiße Striche auf der Ranke. Keine Ahnung, wo die herkommen und was sie bedeuten. Aha, weiße Striche. Gut, so, da hinten ist noch ein Bienenstock. Ach du. Faszinierendes Gebilde. Aber ich sollte nicht zu dicht dran gehen, denn die Bienen machen keinen sehr friedlichen Eindruck. Es könnte Situationen geben, in denen es hilfreich ist, wenn man keine von Bienen komplett zerstochenen Hände hat. Deshalb und nur deshalb nehme ich von dieser Aktion Abstand. Na gut, ach, hier ist das Loch. Ein Loch in der Mauer. Das führt also auf die andere Seite, nehme ich mal an. Nichts drin.
Oder können wir... Ah, hier ist noch eine Inschrift. Die lesen wir noch gerade. Seltsame Schriftzeichen. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Gut, dann lesen wir sie nicht. Nische, Nische, Nische. Eine kleine Nische in der Felswand. Eine kleine Nische in der... Eine kleine... Okay, er sagt immer das Gleiche. Die Nische ist leer. Die Nische ist leer. Die Nische... Die Nische... Die Nische... Die Nische... Okay, alle... Die Zeichen lassen sich anscheinend weder eindrücken noch sonst irgendwie bewegen. Alle Nischen sind leer, nichts drin. Hm, können wir irgendwas benutzen? Weiße Beeren. In die Nische legen. Ach, das ist doch bestimmt irgendein Rätsel. Aber ich... Kann ich jetzt alles hier reinlegen? Passt nicht. Dafür ist die Nische zu klein. Die passen aber jetzt auch überall rein. Okay. Was haben wir denn noch so? Leuchtstäbe. Die Inschrift scheint ziemlich alt zu sein. Ist also eher unwahrscheinlich, dass ich da irgendwelches neumodisches Zeug reinlegen muss. Auch wieder wahr. Vielleicht ein Luftballon? Die Inschrift... Ja. Passt nicht. Ja. Donut. Ha! So, was haben wir noch? Ein Bier. Diese Passt nicht. Ja. Nee, ich glaube... Die Inschrift scheint... Ich weiß nicht, ich nehme das lieber nochmal mit, bevor ich hier irgendeinen Käse mache. Und dann können wir irgendwas... Weiter geht's hier ja nicht, nehme ich mal an. Den Bienenstock können wir auch nicht irgendwie... Vielleicht mit dem Zaun? Nee. Können die ein bisschen mit Bier betrunken machen. Okay, wir können irgendwas durch dieses Loch schieben, was dann zu Sam rüberkommt. Die Frage ist, was könnte sie gebrauchen? Leuchtstäbe? Kann ich nicht jetzt Loch tun? Können auch wieder zum Camp zurückgehen, aber ich habe, glaube ich, alles. Ein Donut. Schieben wir den mal ins Loch. So, und nun? Huch, da hat aber jemand Hunger. Okay. Die meisten Bienen umschwärmen begeistert meinen Donut. Nur ein paar wollen sich nicht von ihrem Stock entfernen. Entweder sind sie als Wachen eingeteilt oder einfach nur schwer vom Begriff. Jetzt kannst du dich Ein paar wenige Bienen sind noch da, aber ich riskier's mal. Puh, Glück gehabt und ohne ernsthafte Zwischenfälle davongekommen. Gut, das heißt, wir haben jetzt ein paar Waben, oder was? Honigwabe. Eine Bienenwabe mit leckerem goldgelbem Honig. Okay, was machen wir denn jetzt mit dem Honig? Damit können wir die Glühwürmchen fangen. Nein. Vielleicht können wir die auch noch in diese Inschrift legen. Ach, hier ist noch eine Tür. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Der Hintereingang des Tempels. Vielleicht komme ich von hier aus irgendwie an Sam ran. Na, dieses Loch führt ja scheinbar nicht... Es lässt sich nirgends ein Griff oder sonst ein Mechanismus entdecken, mit dem ich die Tür öffnen kann. Ich vermute mal, wir müssen hier das Rätsel lösen. Das können wir ja bestimmt auch hier reinlegen. Okay. Ach, der Donut ist aber jetzt weg. Tja, mehr Zeug habe ich nicht. Die Inschrift scheint... Können wir den Luftballon irgendwie leeren? Ich weiß nicht, was wir hier sonst noch reinlegen könnten. Seltsame Schriftzeichen. Keine... Die Zeichen lassen sich an... Ich kann die auch nicht deuten. Weiße Beeren der Un... Ja. Vielleicht, wenn wir unseren Helm anziehen. Ein Helm mit... Ja. Das hilft mir auch nicht weiter. Moment. Ich nehme nochmal alles mit. Kann man denn... Wir könnten ja hier blaues Licht machen. Wenn ich das über die Helmlampe legen... Aber der sagt ja immer, was bringt mir das? Nichts bringt es dir. Ich gehe nochmal zum Tempelplatz und gucke. Aber ne, hier in dem Loch scheint sich nichts getan zu haben. Kein weiterer Bedarf. Vielleicht muss ich auch nur weiße Beeren da reinlegen. Kadaver, Wache. Hier habe ich jetzt nichts übersehen, Venusfliegenfalle. Ich kann auch nicht irgendwie
Ich kann nicht hinterm Baum vor, ohne entdeckt zu werden. Aber vielleicht stinkt es ja auch von hier aus bestialisch genug, um die Wache zu beeindrucken. Okay, wir können es ja mal versuchen. Die Wache zeigt keinerlei Reaktion. Vermutlich ist die Entfernung einfach zu groß. Okay, das heißt, wir müssen das Ding irgendwie näher ranbringen. Aber wie? Womit? Vielleicht, wenn wir die... Eine Zeltstange? Ich steck mal zwei Stangen zusammen, damit ich eine etwas größere Reichweite hab. Oh Mann, voll die Aktion hier. Kommt da so eine Blume angerollt. Die denkt sich bestimmt auch, was ist das denn für ein dämlicher Plan? Das funktioniert niemals. Wo kommt denn dieser erbärmliche Gestank plötzlich her? Das hält ja kein Schwein aus. Okay, jetzt sitzt die Wache schon mal da. Wenn ich mal ein Bösewicht werden sollte, stelle ich niemals Wachen mit empfindlichen Nasen ein. Ja, besser ist, wenn sie gar keinen Geruchssinn haben. Okay, wir können jetzt an die Venusfliegenfalle wahrscheinlich. Und vielleicht sogar ans Lagerfeuer. Hat er sie einfach komplett ausgerissen und eingepackt. Wenn mich nicht alles täuscht... Ja. Gut, so. Von hier aus kann ich damit wenig anfangen. Okay, näher ran können wir auch nicht. Können wir die jetzt wieder mitnehmen, oder? Sie hat hervorragende Arbeit geleistet und die Wache verscheucht. In der Tat. Okay, er packt sie wieder ein. Ja. Die Schale ist voller frischer Früchte. Aber da komme ich nicht hin. Komme ich jetzt immer noch nicht dran an den Kadaver. Ein totes Tier. Kadaver. Auch nicht. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Neuigkeiten im Tagebuch? Quo vadis Max? Max hat den nächtlichen Überfall halbwegs unbeschadet überstanden. Als er die Signalrakete über den Tempel explodieren sieht, vermutet er dahinter ein Lebenszeichen von Sam. Doch der Weg zum Tempel ist weit und ohne Hilfe kann man sich in dem dichten Dschungel schnell verlaufen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Glühwürmchen. Wenn die Venusfliegenfalle Hunger hat, soll sie sich etwas anderes suchen. Nicht solche süßen kleinen Glühwürmchen. Aber können wir die mit irgendwas fangen? Damit schon mal nicht. Und damit auch nicht. Weil vielleicht brauchen wir auch ein Glühwürmchen. Folie. Vielleicht mit der Bierdose. Nein. Okay, wenn ich jetzt hier... Ach, der Spinnnetz ist schon wieder da. Scheiße, die Spinne ist aber schnell. So, können wir die jetzt auch noch hier reinlegen? Ach ja. Honig, weiße Beeren. Sieht man das jetzt, wenn man da weggeht? Nö. Es hat auch nichts gebracht. Es lässt sich nirgends ein Griff oder sonst... Die Spinne hat innerhalb kürzester Zeit ein neues Netz gebaut. Entweder ist sie sehr schnell oder sehr groß. Ich will's gar nicht wissen. Ja, oder beides. Können wir es nochmal abmachen? Scheint so eine Art Wettstreit zu werden. Ich zerstöre das Netz, die Spinne spinnt es neu. Ich zerstör's, sie spinnt's neu. Schöne Beschäftigung für langweilige Sonntagnachmittage. Jede Wette, dass das Netz bei meinem nächsten Besuch wieder da ist. Okay, vielleicht können wir das ja irgendwie verhindern, aber hier kann man nichts anbringen, außer diese Ranke. Da sind seltsame weiße Striche auf der Ranke. Keine Ahnung, wo die her... Weiße Striche. Haben wir irgendwas für die Ranke? Nee. Können hier den Zaun hinstellen vielleicht. Oder mit den Zeltstangen irgendwie? Nee. Leuchtstäbe, Bambusrohr. Was ist denn, wenn wir hier blaues Licht machen? Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, Also farbiges Licht. Das Ding sieht wirklich furchteinflößend aus.
Ja, und wenn wir das noch furchteinflößender machen, dann hat die Wache vielleicht mega Angst und läuft weg. Bambusrohr. Können wir hier nicht irgendwas einfügen und das dann auf die Wache schießen? Ich glaube nicht. Folie. Damit wir irgendwas machen. Jetzt habe ich rote Folie, aber keine Klarsicht mehr. Ah, vielleicht können wir auch die rote Folie einfach über die Lampe machen. Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbiges Licht. Aber was bringt mir das hier? Das weiß ich auch noch nicht. Wenn ich das über die Helm... Okay, wir können grünes Licht, blaues Licht und rotes Licht machen. Ein Foto von Nina. Das ist ja schon mal interessant. Rot, grün, blau. RGB. Kein weiterer Bedarf. Okay, mehr weiße Beeren kann ich mir nicht mitnehmen. Unterhalb der Fratze ist ein Loch in der Wand. Ja, aber scheinbar nicht das Loch, was ich dachte. Obst. Also ich kann RGB-Licht machen. Ich noch nicht so ganz, wofür ich das gebrauchen könnte. Vielleicht kann man jetzt mit dem Loch hier noch irgendwas machen? Da fasse ich nicht rein. Ich brauche meine Hände noch. Da drin prügeln sich geschätzte 2 Millionen Bienen um einen Donut. Können wir das denn irgendwie verschließen? Ja, nicht mit dem Riesenzaun. Wir brauchen noch die Glühwürmchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die noch brauchen.